Herzlich willkommen hier im Museum Hohenasperg. Mein Name ist Franziska Dunkel, ich bin Kuratorin der Ausstellung und heute möchte ich Ihnen eine Biografie vorstellen, die wir für diese Museumssaison 2021 neu im Museum haben, und zwar Friedrich Gottlob Frank. Die Brüder Frank hatten in Stuttgart einen der modernsten Verlage, eine moderne Buchhandlung mit dem damals revolutionären Konzept, dass sie Fremdkapital aufnahmen, sogenannter spekulativer Buchhandel, und dann hofften, dass sie die Schulden zurückzahlen könnten mit den Verkaufserfolgen ihrer Bücher. Sie machten Klassiker fürs einfache Volk. Friedrich Gottlob Frank, der jüngere der beiden Frank-Brüder, wollte mit diesen billig verkauften Büchern das Volk bilden, aber er wollte nicht nur das Volk bilden, sondern er wollte auch die Lebensumstände der einfachen Leute verbessern, und das ging seiner Meinung nach nicht in der Monarchie. Dazu musste man den König abschaffen und eine Republik einführen. Das württembergische Volk versuchte er für die Revolution zu gewinnen, unter anderem indem er eine Zeitschrift kaufte, die Neckar- und Donau-Zeitung, und in ihr revolutionäre Artikel verbreitete. Damals wurden Zeitschriften zensiert. Der Zensor hat natürlich die wirklich revolutionären Artikel, wie den Artikel Revolution in Frankreich und Europa, einfach weggeschnitten. Da ist eine leere Seite. Frank hat die Revolutionsbereitschaft der Württemberger überschätzt. Der Umsturz kam nicht zustande, und so wurde er 1833 verhaftet und kam zunächst in Untersuchungshaft auf den Hohenasperg. Und dort entwickelte er in den langen Jahren dieser Untersuchungshaft eine neue Geschäftsidee, und zwar diese Klassikerausgaben fürs einfache Volk mit Bildern zu versehen. Und so entstand 1837 eine Übersetzung des spanischen Anti-Ritter-Romans Don Quixote mit Illustrationen und sogar mit einem Vorwort von Heinrich Heine, der allerdings hinterher gesagt hat, das war das Schlechteste, was er je geschrieben hat. Trotzdem, dem Verkaufserfolg half es. Frank wurde als einer der Hauptverschwörer verurteilt, zunächst zu 14, dann in der Revision zu 9 Jahren Zuchthaus. Eine Amnestie 1841 lehnte er zunächst ab, 1842 kam er auf Intervention seiner Freunde frei und war aber von der Haft psychisch sehr angeschlagen, ist 3 Jahre später, 1845, in der Heilanstalt Winnenthal gestorben. Wir haben noch eine zweite sehr schöne Neuheit im Museum Hohenasperg. Seit Eröffnung, seit 2010, zeigen wir als einzige Frau im Museum die Opernsängerin Marianne Pirker. Jetzt, 2021, haben wir endlich ein Porträt von ihr gefunden, das seit dieser Saison in der Vitrinenhaube zu sehen ist. Das Original dieses Porträts befindet sich auf einem Clavichord in einem dänischen Freilichtmuseum in Lolland-Falster, und dort ist eine Musikantengruppe abgebildet, die damals am dänischen Hof angestellt gewesen ist, als dieses Clavichord angefertigt wurde. Eine der dort Angestellten war eben Marianne Pirker, deswegen ist sie als Teil dieser Musikantengruppe abgebildet, und wir können jetzt endlich die einzige Frau, die wir hier im Museum zeigen, auch Ihnen mit einem Porträt vorstellen. Marianne Pirker war eine gefeierte Opernsängerin, die der Herzog Karl Eugen, ein großer Liebhaber des Musiktheaters, für die Stuttgarter Oper hatte anwerben können. Und 1756 hat er sie, ihren Mann und den Hoffriseur ohne Angabe von Gründen verhaften lassen und letztlich 8 Jahre lang auf dem Hohenasperg eingesperrt, vermutlich weil Marianne Pirker zu viel über seine Liebschaften wusste.